Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, hier beim neuen Videobeitrag auf dem Blog des Homo Criticus, der kritische Geist. Haben Sie in den letzten Tagen auch Ihre Wahlbenachrichtigung erhalten, beziehungsweise die Wahlbenachrichtigung für Ihre Person zur nächsten Bundestagswahl? Ich sagte das ja schon im letzten Video. Wir sollten uns bewusst sein, welche Macht hierarchischen Verhältnissen wir stehen, gerade in Bezug darauf hin, dass wir als Souverän nach Artikel 20.2 des Grundgesetzes, beziehungsweise dass wir auch in dem Völkerrecht, was darüber steht, uns klar machen müssen, mit welcher Entscheidung, mit welcher Gewichtung unsere Entscheidung hat in Bezug dessen, was um uns herum passiert. Die Frage ist dann also, wenn wir wieder zur Wahl aufgerufen werden, beziehungsweise unsere natürliche Person, die übrigens klein geschrieben wird mit Familiennamen, Sie können ja gerne mal Ihren Ausweis oder Ausweispapier herausholen, um nachzuprüfen, ob die Schreibweise bzw. die Bezeichnung Ihres Namens der gleiche ist mit Familienname und Vorname auf der Wahlbenachrichtigung, wie eventuell auch auf Ihrem Ausweis sein könnte. Wenn es nicht so ist, dann sollen Sie vielleicht mal Gedanken machen, warum das so ist und mit welchen Konsequenzen das verbunden sein könnte. Aber nun weiter zurück zum Thema. Es dreht sich heute hier, im Garten, die Sonne scheint. Hört man das Gekacker von den Hühnern eventuell zwischendurch? Nee, im Moment nicht. Sie sind ruhig. Dreht es sich ja darum, dass wir uns klar machen müssen, wem wir in eine Position bringen durch die Bundestagswahl, der dadurch die Möglichkeit hat, bestimmte Dinge zu verwalten in unserem Namen, in unserem Auftrag. Wir müssen also uns klar machen, dass wir zurückblickend auf die letzten 2 Jahre der Pandemie, beziehungsweise in den letzten Monaten oder Wochen auch, uns klar machen müssen, dass sich Leute zur Wahl stellen, um das höchste Amt letztendlich, die ja einfach schon eine Vorgeschichte haben, beziehungsweise die auch schon in ein bestimmtes System eingebettet sind und in diesem eingebetteten System in den letzten 2 Jahren so entschieden haben, wie sie entschieden haben und in welcher Art und Weise von Gesellschaft wir heute stehen. Nun ist die Frage, in welcher Gesellschaft stehen wir denn heute? Wir stehen am Rande einer Spaltung, einer nie dagewesenen Spaltung, nicht nur innerhalb der Form, in der Zusammensetzung der indigenen Bevölkerung auch, sondern auch in der Form, dass wir auch inhaltlich aufgrund eines politischen Druckes, aus meiner Sicht, aus meiner Meinung nach, aufgrund eines politischen Druckes hin, mehr oder weniger in eine Richtung gezwungen werden, etwas zu tun. Und wenn wir das nicht tun werden, wird man letztendlich durch die Institution, die wir gewählt haben, oder durch die Verwaltung, die wir gewählt haben, bestimmte Dinge eingefordert von uns, die mit erheblichen Mehrkosten verbunden sind, oder bei denen andere Gründe im Vordergrund spielen, dass wir sagen werden, nein, wir möchten diese gesellschaftliche Spaltung nicht akzeptieren, wir müssen sie aber hinnehmen, weil wir letztendlich die Leute ja mit Macht ausgestattet haben, die uns das jetzt genau in den letzten 1,5 Jahren vorgesetzt haben. Und ich meine, um das mal einfach zu sagen, wenn sich bestimmte Personen oder Personalien zur Wahl stellen und es stellt sich ein Olaf Scholz zur Wahl, der ja auch eine Vorgeschichte hat, nicht nur in den letzten Jahren als Finanzminister, sondern auch in seiner Position als erster Bürgermeister, beziehungsweise auch als, ich glaube, Finanzsenator war auch, bin mir nicht ganz sicher, aber nur mal die Elbphilharmonie. Wir wollen also in Bezug auf das einfach als ein kleines Beispiel darzulegen. Wir wollen also, es stellen sich Leute zur Wahl, die von uns die Befugnisse, die Macht bekommen sollten, etwas in Zukunft zu entscheiden, auf die Entwicklung unserer Gesellschaft hineinzuwirken, auf unsere Kinder, auch und die nachfolgende Generation, Generationenvertrag, Schuldenverpflichtungen oder sonstige Sachen, der also in seiner bisherigen Laufbahn also bedenkliche Unprofessionalität an den Tag gelegt hat. Gehen wir von der Elbphilharmonie aus, was hat die gesagt irgendwann? 189 Millionen war der Ausgang, die Ausgangsschätzung. Und was ist daraus geworden? 850 inklusive Spenden, also 790 Millionen, nein, 750 Milliarden. Also wir wollen jemandem die Macht geben, in der Komplexität und der Gesamtheit unseres Staates, unserer Konstruktion, unseres gegenseitigen Zusammenlebens unter bestimmten Rahmenbedingungen und einer Rechtsordnung, der also so unprofessionell gewesen ist, beziehungsweise als Bauherr so professionell gewesen ist. Ich zitiere das mal jetzt hier aus einem Blatt, das ist Infrastruktur Atlas 2020.
Der Autor Uwe Appenzeller, Hecher und Sack, aus dem steht, 2014 ein Untersuchungsausschuss, ich zitiere, ein Untersuchungsausschuss nennt als Gründe für die Kostenexplosion unter anderem eine überhastete Ausschreibung, chaotische Bauplanung und mangelnde Prüfung. Also nichts für ungut. Das ist ja nicht, das ist ja mehr oder weniger Idioten, sind da Pfuscher am Werk gewesen. Das sind ja Leute gewesen, die nicht gewusst haben, was sie da machen. Oder denen ihre Professionalität nicht bewusst geworden ist, was dahinter steht, dass sie in einer Position sich befinden, in der solche Entscheidungen mit solche Konsequenzen haben. Und das sind ja öffentliche Gelder gewesen, das hätte ja der Olaf Scholz ja nicht persönlich bezahlt. Solche Leute, um nun mal so das Thema zu nennen, von anderen Personalien, beziehungsweise vom anderen Personal, was sich zur Wahl stellt, oder sei es nun von den südlichen Gebirgsländern, mal ganz abgesehen. Das sind die Leute, die wir wählen sollen, die sie wählen sollen. Und da frage ich mich, wenn niemand kommt, ja, also SPD, super Olaf Scholz, das wird das sein. Und in Bezug auf dessen, was da ist, Cum-Ex-Geschäfte, dann frage ich mich, ob haben die Leute, haben sie alle, ist alles noch in Ordnung bei ihnen? Also was sagt der Arzt da? Oder hat ihnen ihr Hausdealer heute Morgen schlechten Stoff verkauft? Oder so irgendetwas, dass sie aufgrund der Einnahme der Drogen zu so einer Entscheidung oder Entscheidungsmeinung kommen? Das ist noch nicht ernst. Und das muss uns doch klar sein, dass wir gerade hier in dieser anstehenden Bundestagswahl uns bewusst machen müssen, mit welcher Konsequenz oder welche Konsequenz dahinter auch gegeben ist, beziehungsweise welcher Schwanz dahinter hergezogen wird in Bezug dessen, was jetzt in der Bundestagswahl gewählt wird. Und das Problem, was wir auch haben, meiner Meinung nach in Deutschland, ist, dass wir keine Opposition mehr haben. Eine Opposition, die eine ordentliche Gegengewichtung darstellt gegenüber der Politik der Verantwortlichkeiten oder der Verwaltung. Und wenn es denn mal bestimmte oppositionelle Parteien gibt, die selbst rechtsdemokratisch gewählt worden sind, habe ich das Gefühl, dass sich die ganzen anderen Parteien untereinander absprechen oder dass ein gemeinsamer Konsens entsteht, dass man mit allen Mitteln versucht, diese oppositionelle Partei, die demokratisch gewählt worden ist, mit allen möglichen Ebenen und Ansätzen, Werkzeugen mehr oder weniger schlecht zu machen oder sie schlecht darstellen zu lassen. Na klar, wenn ich jemand anderen schlecht darstelle, dann stehe ich mit meiner positiven Seite immer noch besser da. Also durch die Schwäche des anderen ist meine Stärke. Aber das kann es auch nicht sein. Und deswegen ist es für mich sehr bedenklich, dass wir hier in einer Situation stecken, wo doch die Menschen wissen sollten, was auf sie zukommt. Und das, was bisher gelaufen ist, wird ja in gewisser Weise auch weitergeführt. Und ich meine, die Leute, die jetzt sich zur Wahl stellen, wer hat denn sich an den Maskengeschäften bereichert? Wie ist das gewesen mit anderen Dingen? Mit den Entscheidungen STIKO, die Entscheidung über die Impfbereitschaft der Kinder oder Impffreigabe für Kinder ab 12, das ist eine politische Entscheidung gewesen und keine medizinische Entscheidung. Und das wollen wir als Gesellschaft weiterhin fortführen und diese Leute, die das vorher gemacht haben, beziehungsweise uns das Leben in den letzten 2 Jahren zur Hölle gemacht haben, mehr oder weniger, durch die Art und Weise, in der sie wie die Pandemie umgegangen sind, ihre Entscheidungen getroffen haben, aus meiner Sicht manchmal völlig unprofessionell, wo ich auch selber sagen muss, das kann ich also wirklich besser machen. Und davon bin ich jetzt nicht so völlige Selbstüberschätzung, sondern es ist eine ganz klare Einschätzung dessen, was ich in bestimmten Situationen gemacht hätte und was ich nicht gemacht hätte oder was ich zumindest berücksichtigt hätte in einer bestimmten Situation, damit bestimmte Dinge nicht so passieren, wie sie passiert sind. Und ich meine nicht sehr ungut. Der Katastrophenalarm bzw. jetzt die Flutkatastrophe, völliges Versagen. Völliges Versagen. Und was auch Menschenleben kostet. Und eigentlich ist das das Kernproblem. Es dreht sich hier um den Schutz von Menschenleben. Die Würde des Menschen, meine Würde als Mensch, nicht Menschenrechte, sondern ich rede von meine Würde als beseeltes, lebendiges Wesen auf dieser Erde, auf dieser schöpferischen Erde, muss geschützt werden. Dafür setzt sich diese Verwaltung ja auch ein. Und wenn diese Verwaltung es nicht schafft, mich zu schützen, beziehungsweise auch noch nicht mal sich der Verantwortung stellt, moralisch oder auch ethisch, was dort gemacht worden ist, dann frage ich mich, also ob da irgendwie ein falsches Drehbuch steht hier. Also ständig im Drehbuch. Oder ist das ein falsches Drehbuch, was hier gerade geführt wird? Das kann es doch nicht sein. Und das soll gewählt werden.
Also, es ist das Problem, dass wir jetzt hier im Moment in einer Gesellschaft sich befinden, die hauptsächlich, oder das merken wir mehr oder weniger, politisch auch dessen Weiterentwicklung gesetzt wird. Es werden also politische Entscheidungen auf Grundlage von irgendwelchen medizinischen Begründungen, ob hin oder her, das ist jetzt völlig außen vor, werden Entscheidungen getroffen, die eine bestimmte Entwicklung unserer Gesellschaft in eine bestimmte Richtung hin forcieren. Mit den dazugehörenden Problemen und Konsequenzen auch, die da stehen. Und das muss uns doch klar sein, ob wir das so wollen. Wollen Sie das so? Wollen wir das so? Ich meine, wenn Sie das so wollen, ist das in Ordnung. Aber dann beschweren Sie sich später nicht über die Konsequenzen, die dann auf Sie zukommen. Und wenn Sie so gut finden, dass der Olaf Scholz oder dass die Leute, die in den letzten 2 Jahren sich so viel engagiert haben dafür, dass Sie ihre Mutter oder Ihren Vater im Altenheim nicht sehen durften, dass Sie Ihre Kinder zu Hause beschulen durften, dass Ihre Kinder Entwicklungsstörungen haben, neuropsychologische Störungen haben, eventuell Sie schon aus ihrem Umfeld Depressionen sehen, dass Menschen sagen, ich bin fertig, ich kann nicht mehr, oder dass Menschen nicht mehr in der Lage sind, klar zu denken, um diese Impfung, das Angebot einer Impfung, frei entscheiden zu sagen, ich möchte mich dagegen entscheiden, und der andere sagt, okay, ich akzeptiere das. Aber das ist auch nicht der Fall. Und das finden Sie so gut? Und das würden Sie auch weiterhin machen, dass so eine, sage ich mal, Gurkentruppe in meinen Augen das weiterhin so vollzieht? Wenn Sie das gut finden, und sagen, das ist super, das ist die richtige Verwaltung, die wollen Sie haben, denn dann mache ich Ihnen ein Angebot. Also wenn Sie so einen Verwalter haben wollen, also wenn Sie ein gewisses Eigentumsgröße haben, dann mache ich ein Angebot, dann bin ich auch Verwalter. Ich möchte auch Verwalter für Sie werden. Aber bitte nicht so, das muss schon mindestens 5 Millionen, 10 Millionen sollte es schon sein. Ich stelle mich genauso in den gleichen Rechtsverhältnissen ein, wie Sie die Bundesregierung einstellen und mit den gleichen Rechten und Pflichten, sodass ich Ihnen als Verwalter natürlich, und das beeide ich natürlich auch, dass ich Ihren Nutzen und das Nutzen Ihres Eigentums, Ihrer Gesamtfamilie mehren werde, in welcher Form, das werde ich Ihnen dann schon erklären, was ich darüber meine und was ich darunter auch meine, sodass ich dann Ihnen auch vorzuschreiben kann, wann Sie zu Hause sind, wann Sie rausgehen dürfen, wann Sie einkaufen dürfen, was Sie mit Ihrem Geld machen. Und wenn ich irgendwelche Sachen verkehrt nicht auf die Reihe kriege, weil ich zu blöde bin oder mich von irgendwelchen äußeren Leuten belatschern lasse, Ihre Verwaltung kaputt zu machen, dann muss ich Ihnen halt ein bisschen Geld mal abziehen. Dann können Sie halt nicht, kriegen halt weniger Taschengeld. Können Sie gerne machen, Sie können mich gerne anschreiben, mache ich gerne. Kein Thema. Beschweren Sie sich dann aber nicht. Also Verantwortung will ich sowieso nicht übernehmen. Warum soll ich Verantwortung übernehmen? Sie haben einfach alles übertragen. Ich bin aus der Verantwortungslosigkeit oder ich bin in einer Verantwortungslosigkeit und ich kann auch nicht zur Verantwortung gezogen werden. Und wenn Sie denn was merken, dass ich als Verwalter Ihnen das, Ihnen Sie über den Tisch ziehe und Ihnen dabei entstehende Reibungswärme als Nestwärme verkaufe, dann biete ich Ihnen an, dass wir ein Schiedsgericht machen. Sie können mich vor einem Schiedsgericht dann zerren, aber das Gericht, das wird von Leuten besetzt, die ich entscheide als Verwalter, die dann dafür zu entscheiden haben oder darüber zu wachen haben, dass unser Verhältnis ein optimales Verhältnis ist, und gerne, können Sie gerne machen. Aber dann muss ich auch fragen, ob da bei Ihnen irgendwas in Ihrer psychischen Disposition nicht ganz in Ordnung ist. Ich meine, klar, es gibt ja auch Leute, die so tun, die wollen leben als Hund und werden als Hund benutzt. Ich habe das mal bei Domain oder Dominion wieder mal mitbekommen. Wenn das der Wille ist, ist das gut. Finde ich auch gut. Do what you will. Tu, was du willst. So ist es doch der Spruch dessen, des Verführers, der uns dazu hinführen möchte, dass wir uns orientierungslos nach allen möglichen Scheiß orientieren. Gar kein Thema. Wenn Sie es haben wollen, bitte. Sie können sich melden, aber unter 5 Millionen bitte keine. Ja, das lohnt sich dann nicht. Ich brauche auch nicht so viel Geld. Ich muss nur Geld haben, dass ich mein Leben beziehen kann, dass ich meine Nahrung habe. Ansonsten ist das völlig in Ordnung. Können wir alles genau diskutieren. Ja. Aber einen Anwalt nehmen Sie sich bitte nicht, weil wir machen das so auf der Ebene. Ich sage Ihnen dann, was ich anbiete, und ich belulle die Schulden richtig, dass Sie das auch zustimmen werden. Und dann unterschreiben Sie das, und dann es wird gut werden. Sie werden ein tolles Leben führen. Sie brauchen sich um nichts mehr zu sorgen. Ich werde mich um alles sorgen, was Sie, Ihre Familie, Ihr Eigentum oder sonstige Vermögenssachen, ist gar kein Thema. Sie werden sich freuen. Sie können noch alle paar Jahre, können Sie mich auch bestätigen lassen, oder ich werde wieder zur Wahl, ist gar kein Problem. Sie kriegen nur die Informationen, die Sie wissen müssen, damit Sie das Gefühl haben, dass ich der richtige Mann für Sie bin. So kann es auch gehen.
Aber es ist die Sinn der Sache. Der Sinn der Sache, dass wir wissen sollten, dass wir hier in einer Problematik stecken, um mal wieder die Exkursion nach zurückzuführen. Wir stecken in einer Situation in der Bundesrepublik Deutschland, in der wir letztendlich zwar diese Rechtsordnung, diese nicht deutsche Rechtsordnung, das Grundgesetz, zwar unter deutschem Recht anwenden, aber letztendlich es nicht müssen. Und solange wir oder Sie sich nicht klar machen, dass es auch ein Ende dieser Fahnenstange gibt, für Sie vielleicht nicht, aber für andere oder auch für mich, dann ist es halt schwierig, da einen gemeinsamen Konsens zu finden. Und vor allen Dingen auch ist es so zu wissen, Sie müssen es wissen, ich weiß es schon, dass diese Verwaltung, die sich jetzt Ihnen anbietet, letztendlich immer nur auf Ihre Zustimmung aufgebaut ist, auf unsere Zustimmung, also auf Ihre Zustimmung und meine Zustimmung. Und wenn wir da keine Lust drauf hätten und Sie keine Lust drauf hätten, dann könnte man das beenden. Aber anscheinend ist es ja so, dass viele Menschen oder auch Sie auch vielleicht der Meinung sind, es ist alles gut so. Also es ist so wie die Frau, die mit einem gewalttätigen Mann zusammenlebt, der sie halt dauernd schlägt und sie danach immer, ihr danach sagt, ja, ich werde mich ändern und nach 3-4 Tagen kriegt sie wieder auf die Fresse und sie sagt nach außen hin, ja, er liebt mich und er hat mir gesagt, er will sich ändern und er ändert sich ja auch. Das ist so eine ähnliche, vielleicht nicht hundertprozentig vergleichbar, aber so könnte man es auch sehen. Ich meine, wenn Sie so drauf sind, ist das okay, dann machen Sie das. Aber bitte lassen Sie andere Menschen in Ruhe, die durch eventuell Ihre Entscheidungen oder dessen, was Sie meinen, sind für sich als Lebensorientierung zu geben, anderen aufzudrücken. Das sollte doch klar sein. Weil jede Würde, Ihre Würde ist von mir zu akzeptieren und Sie haben genauso meine Würde zu akzeptieren. Und wenn Sie das nicht tun können oder wollen, dann muss ich Ihnen das irgendwie klar machen. Oder die anderen müssen Ihnen das auch klar machen. Eigentlich sollten Sie selbst in der Lage sein zu erkennen, dass Sie eine gewisse Grenze nicht zu überschreiten haben. Dass Sie gar nicht befugt sind, diese Grenze zu überschreiten. Im Gegensatz. Oder finden Sie es okay, dass der Nachbarn, die Sie sowieso nicht mögen, Ihnen vorzuschreiben hat, welche Hausordnung Sie zu leben haben? Finden Sie das auch in Ordnung? Ich nicht. Okay, aber nun genug. Das war nun zum Thema der anstehenden Wahl, der neuen Verwaltung, die wir zu wählen haben. Ich hoffe, Sie haben ein kleines informatives Video erhalten über eine lustige Art und Weise, wie grausam oder wie die Wirklichkeit funktionieren kann auch. Und hoffe, dass Sie ein schönes Wochenende haben. Ich bedanke mich, dass Sie oder Ihr eure Zeit mir für das Anschauen dieses Videos zur Verfügung gestellt habt. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund und man sieht sich beim nächsten Mal. Ein schönes Wochenende zu diesem schönen Sonnenschein. Tschüss.